Ob Brötchen, Brot oder Gebäck. Mehr als 70% unserer Backwaren kommen heute aus riesigen Fabriken, hergestellt in computergesteuerten Produktionsstraßen. Das Frühstücksbrötchen als industriell gefertigtes Massenprodukt. Es sind Bäcker hier vor Ort, die die Anlagen bedienen, einstellen, kontrollieren. Auch Süßes wird in Massen produziert. Zum Beispiel der Cookie. Die amerikanische Spezialität wird von einer deutschen Großbäckerei in die ganze Welt exportiert. Wir produzieren täglich über 1 Million Stück. In Österreich hat eine der größten Konditoreiketten Europas ihren Sitz. Hier stellen Bäcker riesige Mengen feinster Torten, Kuchen und Gebäck her. Von Hand und nach einer mehr als 100-jährigen Tradition. Dieser Striezel, den wir produzieren, glaube ich, gibt es in ganz Wien, möchte fast behaupten, in ganz Europa nicht. Seit Jahrzehnten ein Klassiker und Liebling der Deutschen, das Toastbrot. Doch wie funktioniert die Massenherstellung? Wie wird das runde Brot eckig? Und warum hält es sich so lange? Hinter den Kulissen der Großproduktion. Ob handgemacht oder industriell gefertigt, die Öfen der Backgiganten stehen niemals still. Troisdorf in Nordrhein-Westfalen. Hier steht eine Riesenbäckerei. Sie hat eine Fläche von 25.000 Quadratmetern. In ihrem Inneren entstehen Brot und Brötchen in gigantischen Mengen. Die Backlinien produzieren zwischen 20 und 30.000 Brötchen pro Stunde. Tag für Tag verlassen 2,5 Millionen Stück das Werk. Und diese Großbäckerei ist nur eine von insgesamt 9 Produktionsstandorten des derzeit größten Backwarenherstellers in Deutschland. Der Herstellungsprozess läuft vollautomatisiert ab. Pro Backlinie ist nur noch ein Mitarbeiter nötig. Alles beginnt mit dem Mehl. Am Anlieferungsparkplatz kommt gerade eine neue Fuhre an. Hier geht es nicht um Gramm oder Kilo. Der heutige Tankinhalt umfasst 26 Tonnen. Zunächst nimmt der Fahrer eine Probe. Es ist ein Mehl, das aus dem Getreide von unserer Region hergestellt wird. Und das muss sich nun strengsten Kontrollen unterziehen lassen. So, jetzt habe ich die Probe und jetzt gebe ich das im Labor ab, damit sie die Analyse machen und dann eben halt feststellen, ob das den Werten entspricht, was der Kunde haben möchte. Das Weizenmehl darf weder zu feucht sein noch zu wenig Proteine enthalten. Der Weg zum Werklabor führt durch eine Sicherheitsschleuse. Sie lässt sich nur vom zuständigen Mitarbeiter öffnen oder schließen. Sicherheit hat oberste Priorität. Die Türen sind hier verriegelt. Wir haben ein Full-Defense-Konzept, damit gar keiner Unbefugter bei uns reinkommen kann. Das ist für die Sicherheit unserer Produkte. Das sogenannte Food-Defense-Konzept stellt sicher, dass niemand unerkannt das Gebäude betreten kann, um beispielsweise die Zutaten zu kontaminieren. Die Qualitätskontrolle. Mithilfe eines biologisch-chemischen Testgeräts überprüft der Mitarbeiter, ob alle Kriterien erfüllt sind. Auf keinen Fall dürfen Keime, Pilzsporen oder Fremdkörper enthalten sein. Das Ergebnis? Die Probe besteht den Test und wird freigegeben. Erst jetzt nimmt die Großbäckerei das Mehl an. Und noch eine Sicherheitsmaßnahme. Der Lieferant schließt einen Magneten am Mehlschlauch an. Der Magnet ist dafür da, um gewisse Rückstände von Eisenspänen oder vielleicht andere Materialien, wo durch einen Zufall reingefallen sind, am Magnet eben hängen bleiben, damit sie nicht beim Kunden in der Produktion landen. Die 26 Tonnen Mehl aus dem Tank wandern nun, teils fließend, teils per Unterdruck, durch mehrere Siebe bis in eines der gigantischen Silos der Großbäckerei. In ihnen lagern noch weitere 400 Tonnen Mehl. Die anderen trockenen Backzutaten befinden sich hier im riesigen Verteillager der Großbäckerei.
In solchen Big Bags werden zum Beispiel verschiedene Getreidesorten oder Körner aufbewahrt. Aber wie entstehen aus den klassischen Backzutaten knusprige Brötchen? Herr über den Backprozess ist Betriebsleiter Volker Hartung. Über Rohrleitungen gelangen zunächst die trockenen Backzutaten aus dem Lager in diesen riesigen Vormischer. Im Vormischer kommen die Flüssigkeiten dazu. Die werden hier vorne über diese Pumpen gefördert, über diese Durchflussmesser dosiert und werden dann entsprechend der Rezeptur im Kneter mit den Trockenstoffen vereinigt. Gerade wird hier der Teig für Ciabatta-Brötchen gemischt. Der 55 Kilowatt starke Motor des Kneters liefert so viel Power, dass der gesamte Knetvorgang für den Teig nur 12 Minuten dauert. Durch die Reibung beim Kneten entsteht Hitze. Der Teig darf aber auf keinen Fall zu warm werden. Für uns ist wichtig, dass wir einen Tag wie Nacht, Sommer wie Winter, dass wir immer die gleichen Prozessparameter haben. Und an dieser Stelle können wir hier zum Beispiel am Kneter die Teigtemperatur sehr, sehr genau einstellen, indem wir den Kneter mit einem Kältemittel kühlen. Im Kompressorraum wird mit 2000 Kilowatt Strom genügend Kälte produziert, um den Teig permanent auf exakt 24 Grad Celsius zu halten. Außerdem darf der Teigstrang niemals abreißen oder gar stillstehen, während er kreuz und quer durch die riesige Halle läuft. Denn genau diese Zeit benötigt er, um zu gehen. Wir produzieren hier mediterrane Produkte, Ciabatta-ähnliche Produkte mit einer sehr, sehr groben und saftigen Porung, mit einer ausgeprägten Kruste. Und dafür braucht man eben sehr, sehr weiche Teige. Und es ist sehr aufwendig und auch technologisch schwierig, die sind hier auf einer kontinuierlichen Anlage herzustellen. Ob im kleinen Handwerksbetrieb oder in der Großbäckerei. Für ein gutes Ergebnis braucht der Teig Zeit. Nur dann entwickelt er das passende Aroma und die richtige Konsistenz. Wenn der Teig gestanden hat, gegärt hat, arbeiten wir ihn auf und das möglichst schonend, um diese Struktur, diese Teigstruktur, die wir erzielt haben, möglichst nicht wieder zu zerstören. Und dadurch sehen Sie hier hinter mir eine sehr, sehr, sehr lange Aufarbeitung auch mit sehr vielen Modulen, wo ein Teigband, was am Anfang noch relativ hoch ist, über viele Stationen sehr, sehr schonend ausgerollt wird, um diese Struktur zu erhalten. 3,5 Stunden später erzeugen Maschinen aus dem riesigen Ciabatta-Teigstrang einzelne kleinere Stränge. Messer schneiden sie automatisch in die bekannte Ciabatta-Brötchenform. Auf dem Fließband geht es für die Teiglinge danach weiter in einen riesigen Gärofen. Danach bekommt jedes einzelne Exemplar seinen typischen Schnitt. Ohne den würden die Brötchen später beim Backen unkontrolliert aufplatzen. Jetzt wandern die Brötchen in riesige Durchlauföfen. Nach 10 Minuten Backzeit bei rund 250 Grad sind sie fertig, aber noch nicht verzehrfertig. Denn die Großbäckerei verkauft Brötchen nur als tiefgefrorene Aufbackware. Ja, wir sind hier ungefähr 4 Stunden im Produktionsprozess fortgeschritten. Wir sind am Ofenauslauf. Wir haben hier einen Steinplattenofen, den man für so rustikale Produkte idealerweise verwendet. Und Sie sehen jetzt hier im Prinzip das halbgebackene oder wir sagen dreiviertel gebackene Produkt. 40.000 Ciabatta-Brötchen schafft die Hightech-Anlage pro Stunde. Auf die Fähigkeiten von gelernten Bäckern kann Deutschlands größter Backwarenhersteller aber dennoch nicht verzichten. Diese hohe Qualität können wir gewährleisten mit relativ wenigen Personaleinsatz. Ja, es sind Bäcker hier vor Ort, die Anlagen bedienen, einstellen, kontrollieren die Produktparameter. Der nächste Arbeitsschritt. Die dreiviertel gebackenen Rohlinge fahren nun in einen gigantischen Schockfrostturm. Innerhalb weniger Sekunden sinkt ihre Temperatur hier von plus 60 auf minus 30 Grad Celsius.
In der riesigen Verpackungshalle werden die Brötchen jetzt vollautomatisch in Plastiktüten verpackt und anschließend in Kartons für den Versand vorbereitet. Wie von Geisterhand bewegen sich die Brötchenkartons nun durch den Betrieb. Ihr Ziel, die Versandabteilung. Hier befüllen Gabelstapler im Akkord die wartenden Kühllastwagen. Die Großbäckerei exportiert vor allem in die deutschen Nachbarländer. Allein eine seiner riesigen deutschen Backfabriken produziert täglich bis zu 250.000 Tonnen Backwaren. Einer der größten Abnehmer der tiefgekühlten Backrohlinge ist diese Selbstbedienungsbäckerei. Das Unternehmen gilt in der Branche als Erfinder der SB-Backgastronomie und betreibt mehr als 340 Filialen in Deutschland. Das Geschäftsmodell: frisch zubereitete Snacks und Backwaren zu günstigen Preisen. Schichtbeginn in einer Filiale in einem Bochumer Einkaufszentrum. Jana Beller ist die Betreiberin. Guten Morgen. Morgen. Dies ist bereits ihr vierter Backshop. Die Filialen laufen über das sogenannte Franchise-System. Das heißt, sie werden nicht vom Unternehmen selbst geführt, sondern von Partnern wie Jana Beller. Anders als in traditionellen Bäckereien wird hier nicht selbst gebacken, sondern täglich frisch aufgebacken. Jetzt ist natürlich wichtig, sehr im Zeitplan zu bleiben, denn der Benetzer muss jetzt schnellstmöglich den Ofen befüllen, weil sonst können wir nicht zeitnah aufmachen. Das Croissant-Programm, jetzt macht er das Brötchenprogramm, aber das Croissant-Programm läuft 21 Minuten lang und das geht dann schon mal wirklich von der Zeit ab. Bei der Nadine ist es so, sie macht gerade die Salate, also Salate und die ganze Kübel machen wir jeden Morgen immer frisch und danach muss sie halt komplett die Kalttheke belegen. Also hier kommen Brötchen rein, hier kommen Brötchen rein, so dass der Kunde die breite Produktpalette sich auswählen kann morgens zum Frühstück. Hier gilt große Auswahl und faire Preise. Brötchen kosten 19 Cent und die täglich frisch zubereiteten Snacks und Wraps nicht mehr als 2,99 €. Wer eine Filiale betreiben möchte, benötigt Eigenkapital in Höhe von 40.000 Euro und ein Gesundheitszeugnis. Eine Bäckermeisterausbildung ist keine Voraussetzung. Auch Chefin Jana Beller hatte bis zu ihrer ersten Filialeröffnung mit belegten Brötchen nichts am Hut. Ich bin jetzt nicht aus einer Bäckerfamilie oder so, so ist es nicht. Ich war vorher Model. 2011 hat Jana Beller die Castingshow Germany's Next Topmodel gewonnen. So glitzernd die Karriere auch war, nach einiger Zeit wollte sie mehr aus ihrem Leben machen als nur Model sein. Zurück in einer ihrer Filialen. Täglich liefert die Großbäckerei Nachschub für die hungrige Kundschaft. Gerade ist die Lieferung gekommen von Harry und der bringt jeden Morgen frisch. Es ist halt immer eine Palette und die kriegen wir heute auf jeden Fall verkauft. In der Zwischenzeit hat ein Mitarbeiter schon die nächste Fuhre Tiefkühlrohlinge fertig aufgebacken. Die kommen jetzt in die Auslage. Und welches Gebäck ist in dieser Filiale das beliebteste? Die sogenannten Schoggi-Brötchen werden halt ziemlich häufig gekauft. Sogar etwas häufiger noch wie die normalen Schoko-Croissants. Die ehemalige BWL-Studentin betreibt mehrere Backshops in ganz Deutschland. Zwei davon in Bochum, einer liegt direkt neben der Universität. Viele Studenten kaufen hier ihr Mittagessen oder Pausensnacks ein. Fast täglich packt Jana Beller auch in dieser Filiale selbst mit an. Optisch sind die Selbstbedienungs-Backshops immer gleich aufgebaut. In der großen Theke finden sich die gekühlten Snacks oder süßes Gebäck. Und in jeder Filiale gibt es zusätzlich Kalt- und Warmgetränke.
In der angeschlossenen Küche bereiten Mitarbeiter die Snacks jeden Tag frisch zu. Die Rezeptvorgaben dafür kommen aus der Zentrale der Selbstbedienungskette. Jana Bella darf selbst entscheiden, was sie verkauft. Damit aber alle Backwaren gleich aussehen, kommen regelmäßig sogenannte Sandwich-Trainer vorbei. Wir machen heute die Frischkäsevorbereitung. Okay, also wir fangen an mit den Brezeln. Wir schneiden zuerst die Brezel bis zur Hälfte auf. So, anschließend kommen 20 Gramm Frischkäse drauf. So, 20 Gramm auf die untere Hälfte. Und 5 Gramm auf den Ausbund. Nochmal. So. Der Sandwich-Trainer lässt für alle Fälle ein Nachschlagewerk mit Bildern und den genauen Mengenangaben da. Dahinter steckt ein zentrales Merkmal der Systemgastronomie. Wir wollen ein Produkt haben, das immer gleich aussieht, in jedem Backwerk. Ob in München, in Berlin, in Duisburg, in Köln, überall muss es gleich aussehen. Und das ist halt wichtig, das wollen wir halt damit bezwecken. Damit auch süßes Gebäck immer gleich aussieht und schmeckt, sorgen Großbäckereien täglich für millionenfachen Nachschub von Krapfen, Croissants oder gefüllten Backwaren. Einer der weltweit größten Hersteller für süße und herzhafte Backwaren ist diese Großbäckerei in Gerolzhofen bei Würzburg. Der Backgigant stellt jährlich mehrere hundert Millionen Backprodukte her und beliefert Restaurantketten, Supermärkte, Tankstellen und Selbstbedienungsbackshops auf der ganzen Welt. Wir liefern zum Beispiel nach Japan sehr viel ungefüllte Buttercroissants im Mini-Bereich, da sind die ganz heiß drauf. Aber wir liefern auch Cookies, den typisch amerikanischen Cookie, hier in Gerolzhofen produziert, in die USA für spezielle Kunden. Wir liefern nach Australien, wir sind eigentlich weltweit aktiv. Auf einer der 6 Produktionslinien werden gerade gefüllte Schoko-Vanille-Hörnchen hergestellt. Innerhalb von 10 Stunden sollen 100.000 Stück fertig werden. Das Hörnchen besteht aus einem Plunderteig. Neben Mehl und Wasser kommen frische Eier, Zucker sowie frische Hefekulturen dazu. Außerdem gestoßenes Eis. Dadurch bleibt der Teig im Kneter kühl. Vollautomatisch wird der frisch geknetete Teig nun in einen riesigen Trichter oberhalb eines Fließbandes gekippt. Darauf hieven Konditoren die Hauptzutat, frische Butter, in 25 Kilo Blöcken. Jetzt wird der Teig mit einer dicken Butterschicht zusammengewalzt. Es entsteht ein laminierter Teig. Also das ist hier ein sehr entscheidender Moment für die Herstellung von laminierten Teigen. Wir verarbeiten hier ausschließlich Markenbutter, also wie man es als Verbraucher aus dem Supermarkt kauft, in 250 Gramm verarbeiten wir hier die gleiche Butterqualität. Butter und Teig werden mehrmals gewalzt und übereinander gefaltet. Am Ende liegen 24 hauchdünne Schichten aus Teig und Fett übereinander. Die Methode des Laminierens macht das Hörnchen später luftig, leicht und zugleich knusprig. Bevor der Teig mit Schoko- und Vanillecreme befüllt wird, sticht diese Maschine kleine Löcher in die Teigbahn. So bilden die Hörnchen beim Aufbacken keine riesigen Blasen. Zuerst kommt ein Strang Schokocreme auf den Teig. Pro Tag ergibt das eine Länge von 9 Kilometern. Die Schokocreme kommt bei uns aus dem Silo. Also wir haben Außensilos, wir verarbeiten Flüssigschokocreme. Die kommt dann hier aus einer Ringleitung und wird dann hier direkt an der Linie entnommen. Und das ist hier an jeder Linie möglich, Schoko oder Nougat direkt aus den Silos zu entnehmen. In den Silos der Großbäckerei sind die meisten Zutaten immer in großen Mengen vorrätig. Das stellt sicher, dass auch kurzfristige Großbestellungen schnell produziert werden können. So wie die 100.000 Schoko-Vanillehörnchen. Gleich neben der Schokobahn wird jetzt frische Vanillecreme aufgetragen. Sie kommt, wie alle Füllungen, aus der Küche des Großbetriebs.
denn sie werden hier alle selbst produziert. Damit die empfindlichen Füllungen im Backofen nicht verbrennen, wird der Teig zu einer Hülle geformt und mit Wasser verklebt. Die Schnitte sorgen dafür, dass der gefüllte Teig sich später beim Backen ausdehnen kann, ohne seine Form zu verlieren. Die Maschine schneidet die Teigbahnen jetzt in Hörnchenportionen. Dieser Knick geht nur per Hand. Der Grund? Die weichen Teiglinge wären zu empfindlich, um sie Maschinen zu überlassen. Das produzieren wir schon seit über 10 Jahren, ca. 100.000 Stück die Woche. Das ist ein sehr beliebtes Produkt in Deutschland. Sie werden es wiederfinden in Backshops, an Tankstellen. Nach 15 Minuten im Schockfroster sind die Teiglinge bei minus 30 Grad nicht nur aromatisch versiegelt, sondern auch steinhart und unempfindlich. Sie können jetzt problemlos maschinell weiterverarbeitet werden. So verpackt und versiegelt müssen sie bleiben, bis sie am Verkaufsort aufgebacken werden. Pro Monat verlassen rund 400.000 Schoko-Vanille-Hörnchen das Werk. Aber erst nach einer Wartezeit im Kühlhaus. Diese Kartons sollen nach Großbritannien gehen. Doch die Reise muss noch warten. Zunächst müssen einzelne Stichproben im Labor geprüft werden. Dazu gehören bakterielle Untersuchungen und die dauern bis zu 2 Tage. Die Ware durchläuft bei uns noch eine strenge Qualitätskontrolle. Das heißt, die letzten Kontrollen sind erst am nächsten Tag abgeschlossen. Deswegen bleibt die Ware auch 48 Stunden hier in Quarantäne, damit wir jederzeit noch Zugriff haben. Gute und vor allem gleichbleibende Qualität ist wichtig. Betriebsleiter Gerhard Seufert und seine Mitarbeiter prüfen täglich die einzelnen Zutaten, kontrollieren die Backmischungen auf die richtige Zusammensetzung und die fertigen Produkte auf ihren Geschmack. Hierfür gibt es eine eigene Testbackstube. Heute nimmt Gerhard Seufert die Schoko-Vanille-Hörnchen unter die Lupe. Wir sehen hier ein sehr schönes Produkt, goldbraun gefärbt. Schöne gleichmäßige Faltung. Auch hier schön zu erkennen die Vanillecreme, die Schokocreme und die schöne Teigentwicklung. Die Großproduktion in Gerolzhofen läuft auf 6 parallelen Produktionsstraßen. Neben den Schoko-Vanille-Hörnchen geht hier ein weiterer Liebling der Deutschen vom Band. 400.000 Schoko-Croissants verlassen jede Woche die riesige Bäckerei. Grundsätzlich planen wir 2 Wochen im Voraus, aber auch kurzfristige Aufträge, zum Beispiel innerhalb von 48 Stunden, werden für eine Sonderaktion noch mal 200.000 Croissants gebraucht. Auch das könnten wir dann liefern. Der Superstar aus Gerolzhofen kommt ursprünglich aus Amerika, der Cookie. Wir haben angefangen mit 100.000, 200.000, 500.000, sind mittlerweile schon bei über 1 Million angekommen. Und der Markt ist eigentlich unersättlich. 1 Million Cookies pro Tag, das sind knapp 42.000 pro Stunde. Entsprechend groß sieht die Backstube aus. XXL-Backtanks, Gigamischer und viele geheime Zutaten. Mischbeginn. Neben Butter, Margarine und anderen Fettsorten kommen zunächst Zuckermelasse und diverse Sorten an süßem Sirup in den Kessel. Kurz vor dem ersten Rühren mischen die Bäcker das Mehl hinzu. Hier ist die erste Phase Fett. Hier kommt jetzt Zucker dazu. Hier ist Melasse mit drin und die Backmischung. Das ist jetzt die erste Phase. Eine von 4 Phasen bei dieser Rezeptur. Mehrmals unterbrechen die Mitarbeiter den rund 30-minütigen Rührvorgang. Ei kommt hinzu, Aroma und am Schluss wieder ein ordentlicher Schuss Mehl. Die große Kunst an den Teig ist,
Jede Hausfrau backt Plätzchen, macht einen Mürbteig, ein Plätzchenrezept. Und dieser Cookie ist eigentlich diese Rezeptur in Vollendung nach amerikanischem Format, also typisch amerikanische Rezeptur. Typisch amerikanisch geht es auch weiter. Milchschokoladenchips und bunte Schokolinsen krönen den Cookie-Teig. Jetzt mischen die Bäcker im Akkord den Cookie-Teig. Eine 800-Kilo-Portion rund alle 6 Minuten. Bekannte deutsche Restaurantketten kaufen ihre Cookies hier. Sogar Gastronomiebetriebe aus den USA bestellen die Cookies made in Germany. Eine Maschine bringt die gigantischen Teigmengen in Cookieform. Bei 42.000 Cookies pro Stunde müssen sich auch die Qualitätsprüfer beeilen. Alle 15 Minuten nehmen sie genau 12 Stück aus der Produktion. In der Testbackstube müssen sie eine strenge Kontrolle bestehen. Die Großkonditorei hat eine eigene digitale Cookie-Vermessungsmaschine. Sie vermisst jeden Cookie millimetergenau. Alle müssen gleich groß und exakt 48 Gramm schwer sein, um später in die Verpackung zu passen. Die werden aufgebacken. Es wird dann geschaut, ob das Produkt entsprechend die Form passt, ob die Höhe passt, ob die Kante schön passt, ob das außen knusprig ist. Wenn der Cookie dann aufgebrochen wird, ob er innen schön weich noch ist, schön soft, ob die Inclusions alle passen. Und das wird eben alle Viertelstunde gemacht, um die Qualität für unseren Verbraucher sicherzustellen. Außen knusprig, innen saftig. So lautet die Vorgabe. Die Cookies werden erst am Verkaufsort aufgebacken. Nur die Qualitätsprüfer dürfen sie bereits im Werk genießen. Also gegessen habe ich, glaube ich, schon sehr viele. Eigentlich sind alle gut. Also dass ich jetzt einen hatte, der mir noch gar nicht geschmeckt hat, kam eigentlich nicht vor. Minuten nach der Teigmischung. Auch die Cookies gehen nur tiefgekühlt in den Versand. Die Teiglinge sind auf minus 30 Grad schockgefroren und steinhart. Gezählt und in Tüten verpackt, kommen sie in Kartons und gehen dann in die ganze Welt. Wien in Österreich. Hier hat die größte Konditoreikette Europas ihren Sitz. Mehr als 3 Tonnen feinste Kuchen, Torten und Gebäck werden hier täglich in Handarbeit nach traditionellen Rezepten hergestellt. Das Unternehmen beliefert nicht nur seine eigenen 31 Filialen in Wien und Innsbruck, sondern verschickt seine Meisterstücke auch rund um die Welt. Der Verkaufsschlager der Traditionsbäckerei ist der Hefezopf. Oder wie die Österreicher ihn nennen, der Striezel. An der sogenannten Striezelstraße entsteht das Lieblingsgebäck der Wiener. Konditormeister Gerald Göschel überwacht die Arbeit seiner Zuckerbäcker immer persönlich. Schließlich soll jeder Striezel immer dieselbe Qualität haben. In den Teig kommen Mehl, Zucker, Butter, Eidotter und Hefe. Das mehr als 100 Jahre alte Rezept hat aber auch die eine oder andere Geheimzutat. Die meisten, ja, machen den Striezel mit Mehl. Wenn sie Glück haben, ein bisschen Ei oder Dotter rein und dann ein Wasser. Ja. Das ist der Striezelteig für die meisten. Ja. Dieser Striezel, den wir produzieren, glaube ich, gibt es in ganz Wien, möchte fast behaupten, in ganz Europa nicht. Ebenfalls wichtig, die gewässerten Rosinen. Sie halten den Zopf tagelang frisch und verhindern so, dass er hart wird. Ein weiteres Geheimnis, der Teig muss kleinporig sein. Die Luft müssen wir jetzt wieder rausarbeiten, teilweise, weil sonst kriegen wir einen zu großporigen Teig zusammen. Das wollen wir nicht, weil der wieder trocken. Wir wollen das kleinporig haben. Und darum haben wir ihn jetzt kurz zusammengeschlagen und jetzt wieder aufgearbeitet und zum Flechten vorbereitet. Damit jeder Striezel auch exakt gleich groß ausfällt, hilft eine Portioniermaschine. Sie wiegt und schneidet den Teig in exakt gleich große Stücke.
Jetzt geht es wieder in Handarbeit weiter. Kunstvoll flechten die Konditoren aus den Teigsträngen Hefezopf für Hefezopf. Anschließend besprühen sie die Striezel mit Eigelb und bestreuen sie mit Mandeln. Jeweils 300 Stück auf einmal kommen in den Ofen. (25) Minuten später sind sie fertig und perfekt gelungen. Täglich liefert die Konditorei rund 1500 frisch gebackene Striezel aus. Die Vorzeigetorte des Traditionsunternehmens ist die Sachertorte. Für Österreichs berühmteste Spezialität sind hier allein 10 Konditoren zuständig. Pro Tag stellen sie den Klassiker rund 1000 Mal in Handarbeit her. Verkaufspreis 28 Euro. Betriebsleiter Thomas Pur überprüft persönlich die Arbeit an den feinen Kuchen. Morgen. Hallo, morgen. Servus. Morgen. Ja, alles klar. Morgen. Wie schaut's bei euch aus? Alles gut? Ja, ja. Der Tortenkörper besteht aus frisch gebackenem Schokoladenbiskuit. Er wird einmal halbiert, mit Marillenmarmelade bestrichen und wieder geschlossen. Mit dieser Glasur aus feinster Schokolade umhüllen die Konditoren jetzt die Torten. Wir machen wirklich alles selber. Auch die Schokoladeglasur, der Fondant, sogar die Marillenmarmelade. Ja, die kommen von unseren eigenen Bäumen. Wir kochen die Marillenmarmelade selber. Jede Sachertorte ist ein Kunstwerk. Elegant und akkurat veredeln die Mitarbeiter Torte für Torte. Das kann nicht jeder machen. Das muss ich im Gespür haben, das muss ich in der Hand haben. Und diese Zeit, diese Liebe zum Produkt, das macht einfach den Unterschied aus. Sobald die Schokolade fest ist, folgt der heikelste Arbeitsschritt, das Schneiden der Torte. Denn die Schokoladenglasur ist empfindlich und bricht leicht. Sprünge oder Risse dürfen nicht passieren, sonst kann die Sachertorte nicht mehr exportiert werden. Sie ist dann nur noch als Bruchware verkäuflich. Besonders das Verpacken in den Versandkarton beobachtet der Chef deshalb immer mit Sorge. Das ist ein ganz, ganz heikler Arbeitsschritt eigentlich, weil es der letzte Arbeitsschritt ist, der in der Produktion passiert. Wir verpacken mit der Hand. Das heißt, ich nehme die Produkte und muss sie wirklich je nach Bestellung in die Kiste hineinlegen. Das muss natürlich ordentlich passieren, das muss sauber sein. In einer anderen Abteilung dekorieren Zuckerbäcker Torten und Gebäck für festliche Anlässe. 6 Konditorinnen arbeiten heute an einer mehrstöckigen Hochzeitstorte, die mit mehr als 400 handgeformten Marzipanrosen und Blumen aus Zuckermasse dekoriert wird. Preis für das Meisterwerk rund 1000 Euro. Am Nebentisch geben Konditorinnen den Petit-Four-Törtchen den besonderen Glanz. Zuerst umhüllen sie die Leckereien mit Zuckerguss. Dann folgt der schwierigste Teil, die Schokofadendekoration. Dazu benötigen sie neben absoluter Konzentration vor allem eines. Lange Übung. Also ich bin seit 10, 12 Jahren mittlerweile da und die Lehrlinge müssen immer wieder üben, jeden Tag, dass sie das irgendwann einmal können. Es dauert. Auf jeden Fall. Aber ja, manche haben das Talent, manche überhaupt nicht. Die sind dann woanders besser. Aber wenn man immer wieder übt, wird es irgendwann einmal was. Besondere Übung benötigt dieser Zuckerbäcker für die teuerste Dekoration. Denn sie ist zugleich die empfindlichste. Reines Blattgold. Das hauchdünne Edelmetall hat einen Wert von 600 Euro und reicht gerade mal für die Umhüllung dieser kleinen Torte. Blattgold ist essbar, ungiftig und geschmacksneutral. Täglich zaubern die Zuckerbäcker auch die ausgefallensten Tortenwünsche. Also das ist eine Totenkopftorte.
die wir heute zusammensetzen werden und auch eindecken werden in Schwarz. Ich dekoriere jetzt im Moment die Totenköpfe, damit wir sie später dann noch dann auf die Torte draufsetzen können. Auch einen Klassiker aus Italien stellt die Konditorei in Massen her. Tiramisu. Diese Männer und Frauen schichten gerade insgesamt 5 Quadratmeter des beliebten Desserts. Sie streichen eine dicke Schicht Mascarpone-Creme auf den Biskuitboden. Die Creme besteht aus mildem, gesüßtem Sahnefrischkäse, Eigelb und Zucker. Danach kommt wieder eine Schicht Biskuitteig auf die Creme. Jetzt folgt der aromatische Kick. Ein selbstgemachtes Rum-Kaffee-Gemisch dringt tief in die Kuchenschicht ein. Die Konditoren schaffen in 10 Minuten 10 Bleche Tiramisu. Das sind rund 1000 Portionen. Bis sie in ganz Österreich verkauft werden, kommen die Tiramisu-Bleche in eines der Kühllager. Das größte Betriebsgeheimnis der Konditorei ist kein Rezept, sondern ein Trick für den Export ihrer empfindlichen Produkte. Also wir haben ein spezielles Verfahren entwickelt, Torten oder überhaupt Backwaren, Konditorwaren Schock zu frieren. In relativ kurzer Zeit, in wenigen Sekunden auf minus 30 Grad. Das gibt uns den Vorteil, dass alle Aromastoffe erhalten bleiben, Geschmack bleibt zu 100% erhalten. Das Drum wird steinhart und wir können es weltweit versenden. Und das ist unser großer Vorteil. Rund 150 Zuckerbäcker produzieren pro Woche 50.000 feinste Backwaren in Handarbeit. Dafür verarbeiten sie pro Monat 20 Tonnen Mehl sowie täglich 750 Kilo Zucker, 4.000 Eier und kistenweise frische Früchte. Nicht nur in Österreich ist die Nachfrage nach den süßen Edelprodukten groß. Die Konditorei exportiert ihre Waren mittlerweile auch in viele arabische Länder, nach China und sogar bis nach Kasachstan. Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs? Unser Firmengeheimnis ist ein guter Preis und eine tolle Qualität. Und das schützen wir. Also bei uns muss es wirklich gleich schmecken wie vor 100 Jahren. Und ich denke einfach, Wien hat die besten Torten. Man sieht es im Gesicht von den Leuten, denen macht das Spaß. Und das ist einfach was ganz anderes. Und das schmeckt man bei der Qualität von uns heraus. Berlin-Marzahn, einer von 9 Produktionsstandorten des größten Backunternehmens in Deutschland. In diesem Werk entsteht in riesigen Mengen das zweitliebste Brot der Deutschen, das Toastbrot. Doch welche Zutaten stecken im quadratischen Laib? Also hier sehen wir die Rohstoffe, die bei uns im Sandwich und Toastbrot verarbeitet werden. Hauptrohstoff ist das Weizenmehl für unser Weizensandwich. Wenn wir Vollkornsandwich oder Vollkorntoast herstellen, brauchen wir natürlich Vollkornmehl, Weizenvollkornmehl. Wasser gehört dazu, um aus Mehl einen ordentlichen Teig zu kneten. Sauerteig, unser Natursauerteig für das Aroma und für die Frischhaltung. Die Hefe und Salz. Und je nachdem, ob wir Sandwich herstellen, setzen wir Pflanzenöl ein oder bei Buttertoast Butterreinfett. Außerdem noch Zucker in flüssiger Form und Backmittel. Das Mehl für das Toastbrot ist in diesen riesigen Silos gelagert. Die weiteren Zutaten sind im Rohstofflager. Salz, Mehl und andere Zutaten gelangen automatisch in den Knetkessel. Hier oben befinden sich unsere Mehle in den Silos. Die werden dann in der Waage verwogen und dann mit Druckluftförderung an die einzelnen Linien transportiert. Außerdem rechts und links von der Waage sind unsere Mehlsiebe. Dort werden unsere Mehle gesiebt. Das hat 2 Gründe. Erstens, um eventuelle Fremdkörper auszusieben. Und zweitens, um Luft einzutragen, damit das Mehl aufgelockert wird, eine größere Oberfläche bekommt und bessere Backeigenschaften dadurch hat. Das Mehl läuft automatisch in den Teigkessel, grammgenau nach Vorgabe. Eine weitere Zutat, Sauerteig. Also hier ist Sauerteig drin. Alle unsere Produkte werden mit Natursauerteig hergestellt.
den wir hier selber in mehreren Stufen führen. Der Sauerteig besteht aus Wasser und Mehl. Und es entwickeln sich über die Zeit, über Zugabe einer Starterkultur, entwickeln sich Milchsäure- und Essigsäurebakterien, also Lactobacillen. Und die sorgen dafür, dass eine Säure entsteht und dass Brotaroma gebildet wird. 4 Tonnen Sauerteig lagern in diesem Tank. Auch er gelangt später über Rohre in den riesigen Teigkessel für das Toastbrot. 4 Minuten knetet die Maschine die Zutaten durch. Dann sind 370 Kilogramm Teig fertig. Entscheidend für die Konsistenz die sogenannte Vakuumknetung. Die Vakuumknetung bewirkt, dass die Lufteinschlüsse rauskommen aus dem Teig. Durch das Vakuum wird die Luft rausgesaugt und es entstehen ganz feine, kleine Poren. So wie es beim Toastbrot sein muss. Ein Sandwich oder Toastbrot muss eine ganz feine Porung haben. Pro Stunde knetet die Anlage 15 Teige, aus denen insgesamt 7500 Toastbrote entstehen. Die Maschine schneidet den Teig in Portionen, eine andere formt daraus runde Teigbällchen. Die runden Teiglinge müssen jetzt 4 Minuten ruhen, damit sie formbar werden. Nach der Ruhezeit geht es für die Teiglinge aber noch nicht in die Backform. 4 Bearbeitungsschritte stehen ihnen noch bevor. Die sind wichtig für das spätere Leben als Toastbrot oder Sandwich. Das ist ganz typisch für die Sandwich-Herstellung, die Bearbeitung der Teigstücke. An der Stelle wird das Teigstück plattgewalzt und aufgewickelt. Man sieht das hier, wie das Teigstück wie eine Schnecke aufgewickelt wird. Im nächsten Schritt wird das dann langgerollt unter diesem Druckbrett und am Ende nochmal in 4 Teile geteilt. Das ist die sogenannte Four-Piece-Methode. Und diese Technik dient dazu, dass wir die typischen Sandwich-Eigenschaften erreichen. Eine sehr feine Porung, eine softe Krume und eine gleichmäßige viereckige Form der Brote. Ein Toastbrot besteht also aus 4 Teigstücken. Vor dem Backen kommt ein Deckel darauf, damit am Ende die typisch eckige Toastbrotform entsteht. Jetzt geht es in den Megabackofen. In seinem Inneren befinden sich insgesamt 6 verschiedene Wärmezonen. Zu Beginn liegt die Temperatur bei 150 Grad. 40 Meter weiter liegt die Höchsttemperatur dann bei 200 Grad. Nach 23 Minuten Backzeit sind 3700 Toastbrote fertig. Also das Typische für ein Sandwichbrot ist, ist die viereckige Form, eine weiche, softe, gleichmäßige Krume. So wie das hier der Fall ist, sehr weich, sehr soft, außenrum die Kruste sehr dünn, aber stabil. Der Kühlturm. 90 Minuten benötigen die Toastbrote, um wieder auf Normaltemperatur zu kommen. Danach kommen sie unter das Messer. Und zuletzt verpackt eine Maschine die geschnittenen Laibe in Folie. Abkühlen, schneiden und verpacken erfolgen in einem hermetisch abgeriegelten Bereich. Das hat einen wichtigen Grund. Hinter dieser Wand befindet sich unser Reinraum. Unsere Brote kühlen unter Reinraumbedingungen aus. Das heißt, die Luft, die zum Auskühlen verwendet wird, wird vorher gefiltert, so dass alle Schadstoffe, sprich Schimmel oder Schimmelsporen, abgefiltert werden. Und dadurch können unsere Brote nicht kontaminieren. Und wir können ein sehr langes Haltbarkeitsdatum von bis zu 11 Tagen gewährleisten, ohne dass unsere Sandwich- und Toastbrote verschimmeln. Ein Mitarbeiter kontrolliert stichprobenartig das Gewicht der Toastbrotpackungen. Doch etwas hat es nicht in die Packung geschafft. Die Endstücke werden nicht mitverkauft. Das hat sich so entwickelt. Die Verbraucher möchten gern ihr Sandwich und Toastbrot ohne Endstücke genießen. Die werden beim Schneiden abgeschnitten und werden wiederverwertet. Also die werden als Restbrotzugabe dem Teig wieder zugesetzt. Die Toastbrot-Invasion ist nun bereit für den Verkauf.
Um es frisch anzuliefern, wird es nur über kurze Transportwege an den Einzelhandel verschickt. Diese Großbäckerei liefert das Toastbrot täglich nach Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Jeden Tag erhalten so mehr als 1500 Lebensmittelgeschäfte frisches Toastbrot. Also Toast und Sandwich zusammen produzieren wir ca. 150.000 Packungen pro Tag. Und die werden ausgeliefert hier von Berlin aus im Vertriebsgebiet Nordost. Und das erstreckt sich von der Ostseeküste bis Cottbus. Unser Bestreben ist, kurze Lieferwege einzuhalten. Es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, ewig lange Lieferwege zu machen. Deshalb sind unsere Standorte auch in Deutschland verteilt, sodass die Lieferwege relativ kurz gehalten werden können. Bereits ein paar Stunden später landen die ersten Toastbrote in einem der rund 1500 Lebensmittelgeschäften. Und schon morgen werden wieder 150.000 frische Packungen des Brotklassikers ausgeliefert. Ob handgemachte Torten, feinste Küchlein oder die täglichen Frühstücksbrötchen. Ohne Massenproduktion ist der Bedarf an Backwaren heute nicht mehr zu stemmen. Auch wenn immer mehr Prozesse von Maschinen übernommen werden, gibt es dennoch Bäckermeister, die sich um die Rezepturen und die Qualität der Produkte kümmern. Das große Backen, ein Milliardengeschäft mit Brot, Brötchen und Gebäck.